Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gleich vorneweg nochmal der Hinweis, klickt mal jetzt oben rechts auf das Video und zwar gibt es eine Verlosung. Da verlose ich immer noch die Tranja Rimor In-Earbuds und das Ganze läuft noch bis zum Montag. Da müsst ihr einfach nur meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und dann noch das Video liken und kommentieren mit dem Hashtag Rimor. Bei meinem Video heute geht's um die Sony Alpha 6400. Genauer gesagt um so ein Hardglas in der Stärke 9H. Das Ganze ist hier deklariert für die Sony Alpha 6300, aber da die ja einen identischen Bildschirm zu der 6400 hat und ich für die 6400er jetzt bei Amazon nichts anderes gefunden habe, was auch hier mit Prime versandt wird, habe ich hier bei Afunta zugeschlagen. Was ich gleich von Anfang an richtig toll finde, ist, dass man hier so eine extrem geniale Holzbox, weiß ich jetzt nicht genau, aber das sieht so aus wie so ein bisschen so Sperrholz-Laminat-mäßig. Also ist eine coole Sache. Wer hier danach was reintun möchte, kann das gerne tun. Mit dabei sind diese zwei Hartglas. Folien kann man ja nicht sagen, aber diese zwei Hartgläser hier. Dann haben wir hier einmal dieses Alkoholtuch und einmal das Trockene, also 1 und 2 ist auch beschriftet. Und dann haben wir hier diese Staubabsorber und dann auch nochmal eine kleine Anleitung. Die sieht so aus, dass man hier erst 1 und 2 sauber machen soll, dann mit dem Dustabsorber das Display von diesen kleinen Staubkörnern befreien soll, aber das versteht sich von selbst, weil dann gibt es hier auch dementsprechend Einschlüsse. Ich muss dazu sagen, ich befinde mich jetzt draußen, deswegen hoffe ich, dass der Ton einigermaßen klappt, weil wenn man zu Hause ist und einigermaßen eine Couch und die ganz normalen Sachen zu Hause hat, ist einfach der Grundstaub so hoch, dass man einfach so ein Glas nicht gescheit festmachen kann. Das erwähne ich auch immer wieder in irgendwelchen Rezensionen oder in irgendwelchen Bewertungen, wo es heißt, ja, ich habe Einschlüsse noch und nöcher hin und her. Da sage ich, Leute, macht es am besten, wenn es regnet, geht raus oder in die Garage oder sonst irgendwo, aber macht es bitte nicht zu Hause. Ja, dann versuchen wir jetzt mal das Problem, was wir heute jetzt haben. Es ist kein Regen, es ist allerdings auch nicht ganz trocken. Es hat nämlich die letzten Tage geregnet, ja, ist so plus 5 Grad und es ist ein leichter Wind. Ich hoffe, dass wir hier trotzdem zu einem guten Ergebnis kommen. Jetzt machen wir das Ganze einmal hier auf und zwar das feuchte Tuch. Ich benutze auch jetzt hier alles von denen. Ich muss das gleich hier wieder in die Verpackung reintun, damit es nicht wegfliegt, weil ich einfach zeigen möchte, wie groß die ganzen Sachen sind. Natürlich habe ich zu Hause auch von mir persönlich noch so ein spezielles Liquid, da mache ich die ganzen Dinger sauber, aber ich zeige es jetzt einfach mal mit dem hier. Das ist richtig gut angefeuchtet, also man sieht auch hier, dass hier ordentlich was von diesem Reiniger draufkommt. Da kann man auch schön die Ecken sauber machen. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Das hätte man vielleicht erst aufmachen sollen, sonst trocknet das Ganze an und dann hat man dann zum Schluss hier seine Spuren unten drunter. Ja, das ist auch nicht viel größer. Jetzt gucken wir mal, das ist praktisch gerade ein Fingerbreit, wie das ganze Ding sich loslösen lässt. Ja, aber es ist noch gut. Es ist noch eine minimale Restfeuchte drauf. Und jetzt kann man das Ganze hier schön wischen. Dadurch, dass ich jetzt hier aufpassen muss mit der Kamera, weil ich filme jetzt logischerweise mit dem DJI Osmo Pocket und nicht hier mit der 6400, muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier auch diese ganzen Staubdinger sehe, weil natürlich fällt hier immer mal was drauf. So, jetzt gucken wir mal, am besten von der Seite gucken. Ich krieg's dann meistens mit diesem Tuch hier hin. Jetzt haben wir wieder zwei. Da oben ist eins, weil man trägt sich dann auch mit diesem Tuch wieder welche drauf. So, aber so wie das jetzt aussieht, dürfte das frei sein. Jetzt machen wir hier einfach diese Folie ab. Jetzt gucken wir nochmal schräg. Ich sehe nichts und jetzt muss ich aufstehen, dass ich das ganze Ding nicht grundverhunze. So, dann hoffe ich, dass es mit der Kamera auch einigermaßen die Seite stimmt.
Eieieiei, das ist, wenn man hier mitfilmt, immer so eine Sache, nicht, dass es schräg drauf ist, aber seht euch das an. Es zieht sich bei. Bitte Einschlüsse bleibt weg. Was machen wir hier? So, was machen wir hier? Das drücken wir nach außen. Haben wir Glück gehabt oder haben wir nicht Glück gehabt? Wir haben Glück gehabt. So, jetzt fliegt mir hier alles weg. Jetzt machen wir eins. Also, unter erschwerten Bedingungen, habe ich ja gerade eben gesagt, habe ich das Ganze jetzt angebracht. Den ganzen Müll packen wir hier wieder rein. Das war ja jetzt im Grunde nur, na jetzt, na, das hebe ich später auf. Das eine, und jetzt versuche ich mal einen Blick hier drauf zu geben, wie das ganze Ding aussieht. Die Spiegelung ist natürlich hier im Freien jetzt auch wieder extrem, aber sieht man es? Es gibt keine Einschlüsse oder Staubpartikel, die drunter sind. Ich habe das Ganze draußen gemacht. Ich hatte erschwerte Bedingungen, weil ich ja auch die Kameraführung hier noch behalten muss. Und auch mit dem Ton ein bisschen, aber man sieht hier keinen einzigen. Jetzt gucken wir mal. Das ganze Ding passt hier drüber. Und jetzt ist ja natürlich bei der Sony Alpha hier das ja, Problem nicht, aber es ist ja, wie gesagt, faktisch, dass man hier gar nicht viel machen kann, sondern einfach nur den Fokus. Und man sieht es jetzt vielleicht, Fokus hat er genommen. Fokus hat er genommen. Mehr kann man ja da auch sozusagen nicht machen, ja. Dass ich einfach hier den Fokus nehme und tu den wieder löschen. Also da ist alles wunderbar. Hier auch von der Tatsache, dass man hier alles richtig gut erkennen kann, ist auch ja, alles vollzählig. Bin ich wirklich begeistert, dass, ich weiß nicht, ob man sieht, hier der Rand schließt unterhalb diesem Sony hier ab. Machen wir noch ein bisschen schärfen, ein bisschen vorne drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich die Automatik eingestellt habe beim Osmo Pocket, aber hier ist komplett der Bildschirm von der 6400 jetzt abgedeckt. Was ich jetzt sehe, dass ich ein ganz, ganz kleines bisschen hier nach unten gerutscht bin. Ja, weil ich einfach nicht die gute Sicht drauf hatte, aber ganz persönlich stört mich das jetzt überhaupt nicht. Es kommt jetzt noch meine Schnellwechselplatte hier oben, hier unten drauf, und dann war es das. Das Small Rig hier habe ich ja auch schon vorgestellt in einem anderen Video. Wer noch mal da gucken möchte, das blende ich jetzt mal oben rechts ein. Genauso wie diese Sugar Larry Handschlaufe, die ist hier immer noch super. Blende ich jetzt auch mal oben rechts ein. Könnt ihr mal gucken, was ich schon alles hier für die Alpha habe. Also das war jetzt wirklich erfolgreich hier. Das ganze Teil anzubringen ist unheimlich leicht. Ja, die Box ist eine Wucht. Da habe ich noch einen Ersatz drin. Und warum habe ich das überhaupt gemacht? Ganz zum Schluss erwähnt, man kann das ganze Teil ja logischerweise nicht wie jetzt bei einer Nikon oder bei einer Canon oder sonst irgendwas rumklappen, dass man das ganze Ding versteckt, sondern das ist immer offen. Und ich stecke es halt öfters mal in den Rucksack, und dann hat man hier vielleicht mal die leichten Kratzer und dann hat man gleich einen Wertverlust oder es sieht dann unschön aus. Da ist natürlich so ein Glas von Vorteil, auch falls mal hier irgendwas drauf fällt. Also, dass die Kamera runterfällt, hatte ich jetzt in meinem Leben noch nie. Und ich habe jetzt schon seit über 12 Jahren Kameragehäuse. Da ist mir noch nie eine runtergefallen. Aber ansonsten ist es jetzt auch hier wunderbar geschützt. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Wer das Ganze sich hier bestellen will, das kostet, was habe ich bezahlt? Noch nicht mal 7 € für zwei von diesen Gläsern. Den Link packe ich mit unten rein, und von dem Small Rig und von der Handschlaufe auch gleich. Da seht ihr hier gleich die Preise, könnt ein bisschen vergleichen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, würde mich über einen Daumen hoch freuen und auch über ein Abo. Bis zum nächsten Mal und tschüss.